Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions hier auf meinem Kanal. Sprit geht der Vorrat aus an Bier, an Weinflaschen. Das müssen wir ändern. Das heißt, wir werden definitiv für Spirit des erhöhen. Bier und Weinflaschen machen wir mal 400 Bierflaschen. Das sollte dann genügen. Nicht 40, 400. Und Weinflaschen machen wir auch, gehen wir auf 300. Okay. Damit sollten wir aber nochmal gucken, wie es beim Einkauf aussieht. Für die Sachen 3500 haben wir noch genug im Lager. Lass mal eben schauen, Warehouse-Verständnis-Inventar anzeigen. Weinflaschen auf Lager 3500, das sollte eigentlich erstmal reichen, ne? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das erstmal reichen sollte, ne? Dann werden wir jetzt, würde ich sagen, mal eben ins Lager gehen. Den Fernseher sollte man auch richtig rumstellen. Das war auch eine interessante Sache von Kommentar. So könnte auch hier das Programm etwas interessanter aussehen, ne? Und Weinflasche ausgegangen. Whisky brauchen wir auch mehr beim Spirit. Okay, da müssen wir noch Whisky nachfüllen. Whisky machen wir auf 300. Okay. Gut, dann wären wir mal eben zum Lagerhaus. Da will ich mal jetzt auch gucken, wie voll das Lagerhaus mittlerweile ist. Ich fahre jetzt nicht mit dem eigenen Auto, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Wir fahren jetzt mal mit Taxi, sollte ein Taxi kommen. Ansonsten laufen wir den Rest jetzt auch noch zu Fuß. Da kommt ein Taxi, aber lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Da hier vorne schon unser Lagerhaus ist, ne? Okay, unser Lagerhaus ist aber ziemlich voll, ne? Das heißt, wir sollten morgen auf jeden Fall mal neue Lagerregale bestellen, damit wir hier den Vorrat auch nochmal erhöhen können, ne? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Wir gucken jetzt mal, also neue Lagerregale hier fürs Lager brauchen wir. Die werden wir morgen bestellen. Hier ist unser Friese. Automatisch speichern. Danke. Hier bräuchten wir noch Musik. Die werden wir morgen holen bei Ika Bohak. Ja, irgendwo gibt es die hängende Musik, ne? Hier brauchen wir noch ein Regal für Produkte. Da können wir noch mit reinfüllen. Ansonsten sollten wir hier genug, glaube ich, auf Lager haben. Also Friese sieht, glaube ich, vom Lager her relativ gut aus. Ne? Inventarpreise, Haarpflegeprodukte haben wir 316. Marktpreis sind... Wie sieht es hier aus? Preisgestaltung 100%. Werden wir... erhöhen auf 15. Auf 12,5. Wir machen erstmal auf 12,5. Ich glaube, Haarpflegeprodukte sind gerade relativ mager, ne? Nee, nicht Einkäufer. Einkäufer wollte ich haben. Haarpflegeprodukte. Ja, okay, die sind momentan echt mager, ne? Wenn wir es so belassen, machen wir auf 12,20 erstmal. Gebühr für Haarshampoo und Föhnen machen wir auf 60,50. Gebühr für Haarchemikalien und Farben machen wir auf 100. Ja, erhöhen wir um 50 Cent jeweils.
Dann gucken wir, wie weit wir uns rantasten können, ne? Aber ich denke mal, 50 Cent macht den Leuten jetzt auch nicht viel aus. Aber für uns ist das doch eine ganze Menge, da sich das, finde ich, einfach läppert. Auf die Masse gesehen, ne? Das läppert sich auf die Masse gesehen und das finde ich gar nicht mal so schlecht dann. Und unser Friese, damit bin ich eigentlich recht zufrieden, ne? Wie das aussieht. Wie findet ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, dann werden wir. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es jetzt nicht ganz so schön aus, ne? Auch hier werden wir noch was tun müssen im Sign. Aber auch das kriegen wir hin. Gut, was machen wir sonst? Ich würde gerne einen weiteren Laden eröffnen. Einzelhandel. Da gibt es was zu mieten. Würde ich gerne nehmen. Auch wenn es ein relativ kleines, nicht so schönes Gebiet ist, aber ich würde es eigentlich gerne trotzdem nehmen. Weil Miete ist jetzt nicht wirklich viel. Und ich würde gerne Burgerrestaurant. Burgerrestaurant wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Supermarkt, wo ist Burgerladen? Schnellrestaurant, ne? Was in Richtung Pommes? Wir schauen mal. Pizza wäre auch eine Möglichkeit, ne? Oder Eiscreme. Schnellrestaurant. Eiscreme vielleicht eine Sache. Lass mal gucken. Ich weiß nicht. Burger und Pommes, ich weiß nicht, was reinpasst. Wir können ja auch noch umbenennen, das ist ja nicht das Problem. Nehmen wir, welchen Namen nehmen wir? Pomplas. Pomplas. Wir nehmen Pomplas. Eine Registrierkasse, das kriegen wir hin. Pomplas ist vorübergehend geschlossen, genau, da müssen wir uns morgen drum kümmern. Um eine geeignete Zeit. Das werden wir aber schaffen. Neue Nachrichten, Lieferungen, Lieferungen, Lieferungen. Okay. Und neue Nachrichten. Was mit dem New York City Großhandel? Okay, wir brauchen Lagerregal. Okay. Stump-Mesh-Stuhl. Kaffeemaschine. Spencer Sellers. Wollen die Kaffeemaschine haben? Haben wir nicht eingerichtet? Wir hatten noch einiges bestellt gehabt, oder? Ja, wir gehen lieber erst nochmal schlafen, ne?
bevor wir irgendwas machen. Wie sieht es hier am Bilbo aus? Bilbo müssen wir auch noch. Ist das Bilbo größer geworden? Sieht so groß aus. Ja, ein Lagerregal, da müssen wir mehr machen. Aber es sieht so groß aus. Ist das größer geworden? Hm. Hier ist unser Schnellrestaurant. Ja, relativ klein, aber fein. Wir gehen aber lieber nochmal schlafen, bevor wir irgendwas jetzt unternehmen. Für, ja, machen wir mal 6 Stunden. Einmal für 6 Stunden laufen. Wir wollen halt keine Papiertüten mehr. Pomplus benötigt eine Kasse. Registerkasse. Haben die Geschäfte schon auf? Und wir brauchen doch eigentlich mit, müssen eigentlich mit dem Auto fahren, ne? Ich wüsste, wo unser Auto steht, ne? Wo steht unser Auto? Steht unser Auto da? Taxi, komm mal her. Fahr mich mal zum Auto, danke sehr. Geöffnet, schließt in 13 Stunden, okay. AJ in Patterson. Da werden wir wohl was kaufen müssen, ne? Was haben die denn hier alles? Lasst uns mal schauen. Industriegrill? Für was? Industriekaffeemaschine? Hotdoggrill? Eistheke? Pizzaofen? Pizzaofen war auch was, ne? Kostet 10.000. Industriefritteuse? Lasst uns mal schauen. Also was wir brauchen, sind auf jeden Fall Tische, ne? Den Industriegrill brauchen wir einmal, den will ich gerne haben. Ich hätte gerne einmal die Fritteuse. Klassisches Telefon, ich hätte gerne die Tische. Schrank mit Schubladen zweimal. Bei einmal Registerkasse. Haben die hier auch? Nee, ne? Sieht nicht so aus, ne? Doch hier. Nee, doch nicht. Egal, wir sind sowieso voll. Einmal mitnehmen. Und dann müssen wir nochmal einkaufen. Und zwar fürs Billboard brauchen wir noch Lagerregale. Die besorgen wir jetzt noch. Zwei, drei, vier.
So, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage einmal bis dahin. Servus und tschüss.